So, und heute geht's zur fünften Arena, aber bevor dass wir das machen, kaufen wir erst uns mal schöne Attacken. Flammenwurf hätte ich gerne einmal. Danke. So, was war's denn noch? Ich glaube, Donner haben wir, glaube ich, schon. Nee, Donner noch nicht. Einmal Donner, bitte. Thank you very much. So, das lernen wir mal kurz hier. Donner lernen wir Luxtra. Halten 1, 2 runter. So, so ist gut. Dafür machen wir Ladevorgang machen wir weg. Für Donner. Nice. Und Flammenwurf lernen wir Wundermann. Wie jetzt? Was waren das gerade? Hallo? Einsetzen? Danke. Was? Marschock lernt das auch? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, Alter. Let's go, Flammenwurf. Dafür machen wir Feuerzahn weg. Die schwächere Attacke immer zuerst, die wegkommt. Flammenwurf. So, und dann können wir auch schon fast zu Lamina. Nach Herzhofen. Wo ging auch schon nach unten? Ratzifatzi ging das. So. Wir gehen aber zu Fuß hin. Mein Fliegen ist doch ein bisschen langweiliger als die Welt weiter zu erkunden. Vielleicht kommt nochmal ein seltenes Mon. Aber ich denke es eher nicht. Hier auf der Route nicht mehr. So. Hier schimpft es ja dauernd, hä? So, das Regengebiet hier nach dem Moor von Weideborsch. Hier ist ja wieder Summer Sunshine. Müssen wir was heilen? Erstmal noch nicht. Nichts wie weiter. Ich liebe diese Musik einfach, dieses hervorragend göttlich. Übel krass nice. Und dann wären wir auch schon in Herzhofen angekommen. Das geht wirklich schnell, gell? Willkommen zurück in Herzhofen. Wir heilen doch mal lieber nochmal. Wegen den ganzen APs. Das ist wunderbar. So. Let's go. Dann könnten wir schon zur Arena jetzt. Wir nehmen aber Luxra vor. Wegen Bs. Wegen Bs machen wir das. How die Zugriff der Chap. Hä, wusste ich doch.
die hiesige Arenaleiterin setzt Pokémon von Typ Geist ein. Vorsicht, Attacken von Typ Normal zeigen bei Geist-Pokémon keine Wirkung. Es ist, als wären sie gar nicht stark gruselig, oder? Ah, das findest du schon selber heraus. Und jetzt los, du schaffst das! Naja, oder auch nicht. Frage 3 plus 5 plus 7 ergibt 15. Aber Freunde, wir wollen ja die Trainer hier mitnehmen und wollen nichts auslassen, deswegen machen wir das auch mal und catchen uns durch die ganzen Räume durch. Das macht mehr Sinn als einfach nur durchzuspeeden. Das ist außerdem noch langweilig. Denn wir wollen auch noch trainieren. Luxtra, zeig, was du kannst. So, Biss machen wir. Jawohl, was los? Das war übrigens ein One-Shot. Apollo Crews kommt. Alles klar. Wir machen mal Donner, oder? Scheiße, verfehlt. Bürde. Macht schon übelsten Damage, Alter. Donner. Alter, was für eine Attacke, Alter. Das ist übel der letzte Shit. Ah, voll erwischt. Du Typi, Junge. So, wir gehen gleich mal weiter. Let's go, Typi. Wird instant verlieren. Traumfugil. Wir haben hier noch als Backup. Haben wir noch Hundemon? Alles cool, alles cool. Eigentlich ist bisher die übelste Krassattacke von Typ Unlicht. Level 37 hat er schon. Du kannst doch nichts, du kannst doch nichts. Ab zum nächsten Raum. Korrekt, gratuliere. Sag ich doch. Frage 12 plus 28 ergibt Antwort 30, 40, 50, 40 natürlich. Aber wir gehen nicht geradeaus, wir gehen weiter catchen. Wie gewohnt. Wenn, dann machen wir die ganze Arena und nicht die Hälfte. So. Ein Nebula kommt selten alleine. So, bis war da ebenfalls erfolgreich. Schon noch Nebula. Anscheinend die Dreier-Kombi Nebulax. Alles rasiert wie ein bisschen, hä? Das ist sowas von billig. Wusstest du doch schon, dreifach Nebula-Kombi.
Wieder Base machen wir. Eigentlich wie immer. Der Boden ist geil. Baldur. Ja, schon gut. Du kannst auch gut kämpfen, ich weiß. Anscheinend du nicht so, Tibi. Eine Picknickerin, die angeblich schon überall war. Tja, wir waren auch schon überall. Oh, nice. Geist Flug sogar. Da können wir gleich mal kurz hier elektrisieren. Mit Donnerwitz. Haha, siehst du? Der Typ Flug hier macht das übelst anfällig für Gestein und Licht und Elektro. Das ist der Wahnsinn. Und gegebenenfalls noch Eis. Durch die Schwäche vom Flug. Das war's wieder. Tschüss, 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 tschüss. Und da geht's hier Knockout. Thank you very much. Korrekt, gratuliere. Frage 3x13 ergibt. Ich würde sagen 33, hä? Bei 3x. Okay, anscheinend doch nicht. Das war links hier. 39. Wir wollen ja catchen und nicht einfach nur durchwaschen. Ganz oder gar nicht. Apollo am Start. Der hat keine Chance gegen uns. Keine Chance, keine Chance, keine Chance. So, Biss, und dann müsste geklärt haben. Ah, fängt das wird schon gruselig hier. Wäre das Apollo 2 Level stärker, hätten wir nicht gewonnen, schottet. Mit Sicherheit nicht. Let's go, let's go, let's go. Oh, was ist denn das für eine? Die hätte garantiert mehr Angst vor Geistern als ich, oder? Das ist doch der Wahnsinn! Schulkind! Und macht's hier in der Geisterarena! Krass! Da hätte ich schon ein bisschen Angst hier in der Arena, wenn ich ein Kind noch wäre. Oder Schulkind gesagt. Alter Junge. Triflon. Und Donnerblitz bitte. Jawohl. Die Attacke ist einfach mal so genial, ey. Donnerblitz. Geil. Gegenstoß. Moment mal, ist auch nur Unlicht, gell? 50er Stärke. Dann machen wir, glaube ich, mal Verhöhner weg. Oder Prügler weg. Ah, komm, wir machen Verhöhner weg. Gegenstoß, cool.
Das erste richtig krasse Unlicht-Pokémon haben wir hier am Start. So, die haben wir geklärt, danke. Wir müssen aktuell noch nichts heilen. Die Antwort aus dem Raum war etwa 2, 16, 15. Aus welchem Raum meint denn die? Halt, da wollen wir noch nicht rein. Zurück, 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 zurück. Ha, da wollen wir noch hin. Zum Astrainer. Da wollen wir noch nicht woanders. Oh, die hat zwei. Lamina wird lustig. Die wird ziemlich fancy. So, und bis. Die Astrainerin ist gut. Die ist gut. Trifft Zeppeli, Alter. Sind wir schon mal in der weiteren Wirkung von Triflon? Donnerwitz. Ah, da scheppert sofort rein. Trotz Entwicklung. Heftige Shit. Level 41 von Charlatan. Agilität. Nups. Ist Müll. Genau, alles rausgeholt. Na, schon klar. Noch ein Astrainer. Ich gehe mit Absicht nicht dahin, wo ich hin muss. Herr Trainer, gell? Ich will gegen euch Schwachmat antreten. Und zeigen, wer der Boss ist. Der Typ bin ich, Junge. Und bis. Jawoll! Ist clear, wieder mal wunderbar. Apollo, komm, du vielleicht noch Gengar. Das wäre nice. Du großer Gott. Wusst ist doch, dass Gengar kommt. Ein übel geiles Pokémon übrigens. Ich zieh mich auch schnell weg, hä? Ein Biss, alter Junge. Hammerhart. Justin, das war's für dich. So, ab zur Lamina. Ich kann ja Französisch. Und ich kann kein Französisch. Tut mir leid, Freunde. Ich kann keins. Ordentlich hinsetzen da hier. So. Nicht lachen, wenn ich kein Französisch kann. Ach du Scheiße. Oho. Voila, du hast ja etisch Finalente. Was? Ach du Scheiße. Ich kann kein Französisch. Ich muss das leider skippen, Freunde. Exemplar, das mache ich. Ich kann das wirklich nicht ausquatschen, das Französische hier. Du willst mich also hier herausfordern? Ui, Biene, ich kann das wirklich nicht ausquatschen. Das geht nicht. Ich kann kaum Deutsch, aber jetzt kann ich noch ein K
kein einziges französisches Wort hier. Junge, Junge, kommt ihr aus Paris? Lamina, jetzt trifft Zeppeli ein. Alter Schwede, Junge. Es wird übel. Lamina, let's go. Bis wird die Regel, ne? Ha, one shot. Ich kann kein Französisch, gell? In der Schule hatte ich das nie. Oh shit, Gengar. Mit Biss wird es glaube ich nicht One-Shot sein. Ah, fängt Frost an. Heilige Scheiße. Und, ah, was macht die jetzt von der Attacke, Junge? Noch nicht mal die Hälfte, Junge. Aha, die hat eine Beere gefressen gegen den Schaden. Matschbombe. Oh, das war ein Kret. Und wir köten's auf, gell? Normalerweise wäre das eigentlich ein One-Shot gewesen, nicht dass die Bär gefressen worden ist von ihr. Traumagil kommt jetzt. Hey, ja, tut mir leid, Freund, ich kann kein Französisch. Alter Junge. Zauberschein. Wir haben noch 5 KP. Fast ein One-Shot, Freunde. Nichts ab, was? Hypertrank. Das heißt, wir fangen zweimal an. Oder auch nicht. Weiter so. Noch ein Hypertrank. Wieso denn? Eigentlich umsonst eingesetzt. Denn das Traumagil kann uns sowieso nicht schlagen. Nochmal Zauberschein, jetzt ist auf jeden Fall Luxra weg. Danke Luxra dafür, ihr habt jetzt Hundemann den Auftritt des Todes. Let's go. So, dann machen wir Gegenstoß. Schon wieder Konfusionsstrahl. Das ist lame. Ah, scheiße, hat uns noch die Verwirrung erwischt. Zauberschein, komm, was macht das als Schaden? Ah, nicht so viel. Jawohl, wir haben es weggeflext. Mit Hundemon. Kein Wunder, dass ich verloren habe. Wie sie klatscht, Alter. Oh lala, ich bin erschüttert. Du und deine Pokémon-Team und deine Pokémon-Team, ihr seid unglaublich stark. Incredibles! Diesen Orden habt ihr euch verdient. Oi, oi. Das ist sowas von schwer zu lesen. Das glaubt ihr da gar keiner.
Reliktorden von Lamina. Jetzt können wir endlich Surfer einsetzen. Geil, nice. Danke für den Sticker. Und was ist TM56 nochmal? Dunkelklar, okay. Nice. Der fünfte Orden haben wir. Da fehlen eigentlich nur noch drei Orden. Dann haben wir es geschafft hier. Das war ein lustiger Kampf, hä? Mit einem, der kein Französisch kann. Das ist geil, hä? Ah, Freund, das war's erstmal von hier aus. Wenn man jetzt rauskommt, geht's zu meiner Story gleich weiter. Und das schauen wir dann uns in der nächsten Folge an, wie es da weitergeht, meine Freunde. Lamina war schon nicht schlecht, aber wir waren über den Top World. Freunde, macht's gut und